Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ja, ich habe jetzt sage und schreibe fast 4 Stunden nicht mehr gespielt und habe schon wieder alles vergessen, was ich im Kopf gehabt habe zu dem Zeitpunkt. Also wir waren hier mitten in der Dürre, so wie es hier aussieht, was eigentlich nicht sein kann, weil hier noch Wasser ist, obwohl doch. Ja, ich glaube, da staute sich nur. Da hinten ist nämlich schon alles weg. Wir wollten ja eigentlich diesen Posten soweit aufbauen. Ich lasse das jetzt mal im Hintergrund ein wenig laufen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte, das hatte ich glaube ich jetzt in der Folge nicht gemacht, sondern ganz schnell offline mal eben gemacht. Ich hatte hier noch ein Lagerhaus hingestellt, damit wir dann auch die Sachen natürlich hier bunkern können. Einen Förster und einen Holzfäller. Den sollten wir auf jeden Fall als erstes bauen, damit der hier die Sachen schon mal nehmen kann. Ich weiß jetzt nicht. Ja, gut, ein bisschen Platz haben wir hier noch drin. Wir haben auf jeden Fall was. Ich habe kein Wasser rüber gebracht. Eigentlich sollten die ja selber Wasser versorgen. Aber wir sollten. Fürs Erste, wenn wir hier noch eine Route hinzufügen können, fürs Erste auf jeden Fall ein bisschen Wasser rüberbringen, weil die natürlich nichts da haben. So, und im Verteilerzentrum stellen wir mal ein paar Leute ein. Wir wollen ja nicht, dass die Leute für Schlepper. Ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt priorisieren. Wir wollen ja jetzt nicht, dass die alle obdachlos sind. Wir haben aber schon wieder sehr viele, die obdachlos sind. Die haben das unten. Wie mache ich das denn hier am besten? Da können. Warum stehen die jetzt hier rum? Ach so, die wären natürlich auch nicht schlecht, um die mal dazwischen zu stellen, glaube ich. Ich schalte die einfach mal frei. Ja, die sind echt cool. Wobei ich da jetzt theoretisch auch zwei dazwischen stellen könnte. Ah, das ist nochmal größer. Da können dann 8 rein. Ja, das ist doch absolut ideal. Ich gebe zu, ich habe mir die noch nicht angesehen, wie die ausgesehen haben. Deswegen, oh, es tut mir leid, aber ich habe so einen Frosch im Hals gerade. Wie lange will jetzt hier die Dürre eigentlich noch sein? Ich hätte vielleicht hier das Ganze schließen sollen, weil hier ist nämlich jetzt wirklich alles ausgedürrt. Mittlerweile auch da hinten. 1,3 Tage, ihr habt es ja doch nicht mehr alle. Haben die jetzt langsam aber sicher. Ja, doch, jetzt haben sie ein bisschen Wasser da drin. Okay, immerhin. Ach, jetzt haben sie auch das erste endlich mal gebaut. Sehr schön. Und hier auf jeden Fall noch einen Tank habe ich priorisiert, damit man da definitiv schon mal was hat. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht habe, ist Essen. Ich würde aber gerne auf der Plattform Holz machen und wenn das denn bewässert ist, auf der Plattform dann was zu essen machen. Mit Vorliebe, ehrlich gesagt, Beeren. Weil die einfach auch schnell gehen. Ich bin jetzt gerade mal legen. Theoretisch. Ja, wenn ich das eins dahin stelle, wird es ja auch nicht besser. Wenn ich das noch darstelle, ist es auch nicht so schlimm. Aber ich habe da ein bisschen mehr Platz. Dann machen wir hier noch einen Förster hin. Und, ach so, das haben die noch gar nicht gebaut. Die faulen Hunde. Beziehungsweise die faulen Biber. Ja, bau mal. Los. So, dann kommen wir da nämlich schon mal rüber. Oder auch. Doch, bis jetzt. Okay, das habe ich aber, glaube ich, priorisiert. Nee, das habe ich nicht priorisiert. Das sollte ich aber auf jeden Fall priorisieren. Weil ich natürlich so schnell wie möglich von hier hinten das Zeug abbauen will. Das habe ich aber priorisiert. So, und den habe ich auch priorisiert. Der soll mir dann nämlich hier
die Beeren hinpflanzen. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo ich die jetzt hinbaue. So. Da können wir ja erstmal was freilassen. Das ist okay. Können wir eigentlich auch direkt bis hier hinten machen. Ja, gut. Theoretisch könnte man jetzt hier auf der Seite auch machen. Also wenn sie hier nichts mehr zu tun haben, dann müssen sie halt hier hingehen. Wobei, ich weiß jetzt nicht. Das müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Ach, das ist jetzt natürlich direkt von dort. Ja, das ist natürlich klar. Aber dann habe ich es zumindest schon mal markiert, wo ich das jetzt hinbauen möchte. Moment. Arbeiterfahne. Die. Ach, dreh die doch direkt schon mal richtig hin. Das macht keinen Unterschied. Dann würde ich sagen, dass ich die nach da rechts mache. Und die hier, ja, das würde dann ja passen, wenn ich die hier mache und den Rest, okay. Gut. Das machen wir in zweiter Priorisierung. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Wasser übrig. Das ist sehr, sehr gut, damit unsere fleißigen Biber hier auch genug zu trinken haben. Was ist jetzt hier mit? Der ist drin, aber... Ja gut, klar. Ich kann es jetzt natürlich noch nicht bauen, weil wir im Moment noch Dürre haben. Das ist der Nachteil daran. Ich würde auch gerne nach Möglichkeit das Ding genau andersrum machen. Können wir... Ja, es ist halt blöd mit der Dürre. Das ist das Einzige, was jetzt echt scheiße ist irgendwo. Ich muss mir das mal angucken. Wenn das Ganze kommt. Hier. Ich wollte gerade sagen, es wäre nur schön, wenn ich dann auch was sehen würde. Okay, das kommt hier rein. Weil eventuell könnte man... Staudamm. Ich weiß nicht. So, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu langsam hier. So, also das geht hier rein. Und da hinten in der Ecke ungefähr sind wir. So, hier rechts, das interessiert uns jetzt nicht. Uns interessiert nur hier das linke. Das heißt, theoretisch könnten wir hier und hier eine Schleuse machen. Oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage, ob uns das überhaupt irgendwas bringt. Ach, wir haben das hier noch gar nicht offen. Oder? Nee, das eine ist noch da dran. Es bringt uns gar nichts, eine Schleuse zu machen. Aber theoretisch würde es jetzt hier dann durchkommen. Dann, wenn wir dann hier was machen würden, was wir zumachen. So, dass wir zumindest einen gewissen Stock an Wasser hätten. Hier geht es auch durch. Und das Gleiche dann quasi hier auf beiden Seiten nochmal. Dann müsste das ja eigentlich drin bleiben. Warum ist das jetzt hier immer noch nicht abgerissen worden? Das ist was... Ach so, doch, weil der da nicht runter... Weil die da nicht runtergehen konnten, ne? Dann machen wir es anders. Dann bauen wir hier eine Treppe runter. Die müssen wir dann priorisieren. Weil ich hätte schon gerne das Wasser dann auch hier oben hin, weil so bringt uns das natürlich überhaupt gar nichts. Der Förster, na ja gut, der Förster, das kann ich schon mal einzeichnen letztendlich. Da hinten möchte ich dann ein paar von den anderen Bäumen machen. So vielleicht. Jetzt muss ich mal gucken, Moment. Ach, das ist jetzt oben. Nee, das ist unten. Das heißt, das gehört dann auch noch dazu. So. Ach, das ist doch der Holzfäller, das ist gar nicht. Ach, was rede ich denn hier von Quatsch? Ach, der ist gar nicht priorisiert. Ah.
Aha, ich kriege schon wieder die Krise. Okay, die können jetzt hier runtergehen. Jetzt gucken wir mal eben. Aber die sind trotzdem noch nicht hier hingegangen, die Schlauberger. Die sollten das doch schnell wegmachen hier. Gut, dann machen wir das mal so. Wer von euch möchte jetzt da runtergehen und eine Runde schwimmen? Ich glaube, das wird nämlich darauf hinauslaufen. Hallo, Jungs. Haben wir hier einen zu wenig oder warum geht da jetzt keiner hin? Ist eigentlich Tatsache, ne? Eigentlich haben wir hier tatsächlich einen zu wenig. Dann schicken wir mal hiervon einen in die Ruinen. So. Jetzt möchte ich wissen, ob du jetzt da runterrennst. Die liefern, glaube ich, gerade, ja. Hallo, ihr sollt hier runter. Oder muss ich da jetzt tatsächlich einen Pfad hin machen? Nee, oder? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass ich da jetzt. Tatsache, ich muss da einen Pfad hin machen. So, und das gucken wir uns jetzt langsam an. Nee, 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 nee. Halt, komm zurück, Junge. Bei Fuß. Hallo. So nicht, du fauler Drecksack. Dreh dich um und geh wieder zurück. Du stehst da doch sowieso nur dumm rum. Ist es nicht dein Ernst jetzt, oder? Was ist der hier am Schleppen? Ist jetzt einer gestorben? Moment. Zwei sind arbeitslos. Ja, wieso geht denn keiner von den Dreckskerlen nach hier oben hin? Oder ist das jetzt, weil ich die Route. Nee, nee, nee. Da kommt einer. Da. Jetzt habe ich hier oben aus Versehen einen Pfad gemacht, den ich gar nicht hinbauen wollte. So, das gucken wir uns jetzt so an. Ja, mach das weg. Und. Na, na, na? Wir wollen eine bessere Aufnahme. Huch, da ist ja Wasser. Aber wir arbeiten fleißig weiter. Das ist auch nicht schlecht. Können das aber ein bisschen beschleunigen, aber ich möchte das gerne so machen. Ja gut, er steht natürlich nur halb im Wasser, ne? Ja, jetzt rennt er langsam weg. Ah, jetzt wollte der doch keine nassen Füße bekommen. Oder habe ich die anderen einfach nur vergessen? Nee, die habe ich aber zum Abreißen eigentlich gemacht. Naja, gut. Gut, dann kommt hier auf jeden Fall schon mal Wasser rein. Dann können wir auch Wasser pumpen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann können die zumindest nicht mehr verdursten. Das heißt, das kriegen sie vielleicht sogar auch noch hin. Man weiß es nicht. So, das Lagerhaus können wir von mir aus jetzt auch. Hier sollten dann die Planken hinkommen. Die kleinen sollten erstmal vorwiegend dann gemacht werden, damit wir auf jeden Fall auch genug Wasser immer haben. So, wir haben jetzt Wasser um uns herum. Dementsprechend machen wir jetzt hier auch die Bäume. Ich habe jetzt, glaube ich, da. Kann man gar nicht so sehen. Das war Ahorn eigentlich. Sind die jetzt alle abgestorben oder was? Nee, hat der noch gar nicht gemacht, ne? Und dann ist er pennen gegangen, der Idiot. Ha. So. Dann machen wir das mal so ungefähr. Mit dem anderen. Wobei das dann natürlich noch zu dem gehört. Hier, das lasse ich jetzt mal bewusst offen, wenn wir. Ach so, nee, das ist ja eh eine Treppe. Ja, aber das lasse ich dann auch mal so offen. Dann können wir nämlich da hinten auch noch rüberbauen. So, und die Birke, die sollten wir dann quasi. Ja, ein Sägewerk wäre vielleicht ganz gut hier, ne? Das wäre ganz cool. So, das ist auch die richtige Höhe. Ach so, nein, halt, stopp.
Ich muss das aber dann, wenn dann da machen, wo ich gerade kein Dings habe. Mache ich das denn hier am besten? Ich würde dann das Sägewerk eigentlich am liebsten ganz, ganz hinten hinstellen, ganz vorne hinstellen. Nee, eigentlich am liebsten ganz vorne hinstellen. Dann machen wir das hier. So, und das Sägewerk. Ah, das können wir in die Richtung drehen. Ja, das ist doch perfekt. Hat sogar rechts den Eingang. Das ist doch perfekt. Genau. Ja, super. Dann priorisieren wir das auf jeden Fall noch. Und das leider auch. Also ich hoffe mal, dass das hier funktioniert, weil hier ja dieses Tor jetzt direkt steht. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Aber normalerweise, die sind ja verbunden. Und da geht es ja nur darum, um die Energie, die man eben bekommt. Sollte, denke ich mal, jetzt kein Problem sein. Dann machen wir jetzt noch die restlichen Holzfäller. Brauchen wir eigentlich nur einen? Wir könnten vielleicht noch einen zweiten dahinstellen. Nur so zur Sicherheit. So, und da haben wir das. Dann bräuchten wir eventuell noch ein Holzfällerlager. So. Das machen wir auf jeden Fall zu. So. Ach, das ist obendrauf, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Das nehmen wir dann natürlich auch mit. So. Ist jetzt zwar ein bisschen blöd, weil die jetzt nur unten sind und die jetzt oben sind und irgendwie gerade alles ein bisschen Kuddelmuddel ist, aber naja. Da soll jetzt das Lager hin. Das heißt, wenn wir das jetzt hier schon so schön erstellen, würde ich sagen, dass wir hier tatsächlich auch noch einen Speicher bauen. Der hat aber nur zweite Priorität. So. Sehr schön. Dann haben wir hier. Achso, zwei sind in den Pumpen. Ja, sollten wir vielleicht noch mal achso, eine große. Ich habe da vorher eine kleine gehabt, weil es ja gar nicht so viele sein sollten, die hier sind. Also die stellen wir auch mal hier hin. Aber das stelle ich dann auf jeden Fall nicht auf Prio. So, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen schneller. Hier sind sie immer noch nicht dran, komischerweise. Obwohl das auch Priorität ist. Was soll das? Leute. Ach, okay. Ich habe, glaube ich, mal wieder den gleichen Fehler gemacht. Ja. Oh, ich bin manchmal so dämlich. Aber das sind noch so Kleinigkeiten, die man dann schnell übersieht, dass man hier gar keinen Pfad reingemacht hat. Und dann kann das natürlich alles nicht funktionieren. Hier ist jetzt auch alles auf Prio gesetzt. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Da soll eigentlich ja das ganze Essen dann gemacht werden. Ja, ich würde auch sagen, wie gesagt, dass wir hier, das ist jetzt gerade. Nee, das ist ungerade. Rechts ist eins hoch und links ist zwei hoch. Was? Nein. Wenn ich hier unten draufklicke, will ich nichts freischalten. Außer das vielleicht. Das könnten wir schon mal freischalten. Das brauchen wir nämlich sowieso später. Nein, 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 nicht bauen. Doppelschleuse. So, wir brauchen aber eine einfache Schleuse. Und so, eine, die so rüber geht. Das nächste wäre dann natürlich, dass wir da nicht so einfach hinkommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Dinge auch bauen. So, dann kommt das Wasser von hier rein. Es ist jetzt die Frage, es fließt ja nach links. Wenn es nach links nicht weg kann, müsste es ja eigentlich
hier so drin bleiben, wenn sich das hier staut. Andererseits, wenn es dann natürlich wieder zurückfließt. Müsste man aber theoretisch nach alle Richtungen das Ganze zubauen. Oder wir machen es wirklich so, dass wir hier etwas Wasser haben. Dann haben wir da ein bisschen Nahrung. Ein bisschen, also von allem halt nur ein bisschen sozusagen. Wahrscheinlich ist das jetzt totaler Quatsch, was ich jetzt hier gerade mache. Das würde mich jetzt auch nicht wundern, ehrlich gesagt. Bis wo ist das Wasser jetzt hier überhaupt? Das ist ja nur ganz klein, ne? Warum ist das hier nur so klein? Ist quasi nur ein Balken hoch, wenn man so will. Das sieht für mich echt wesentlich weniger als ein Balken aus. Nee, das ist auch kein Balken. Das hier ist ja eins hoch. Das heißt, das ist ja nur so ein kleiner Fitzel an Wasser, sage ich mal, was wir jetzt haben. Ach so, nee. Aber das ist, nee, das ist aber nur knapp über dem Boden. Da kommt ja fast gar nichts rein. Warum ist das denn bei den, oder ist das bei den anderen auch so? Ich meine, hier können die dann ja noch locker arbeiten. Und hier ist doch die Quelle. Ist das denn da auch so? Nee, da haben sie auf jeden Fall mindestens eins unten drunter. Hm. Also für einen Staudamm ist das dann hier aber ein bisschen komisch. Weil wenn ich das jetzt hier baue, dann fließt da ja gar kein Wasser mehr durch. Ach, ist das ein Mist. Ist das ein Mist. Also, das lassen wir mal. Die Idee war gut, aber wenn ich mir das so angucke, ich meine, das ist ja hier, das ist ja Blödsinn. Fließt das Wasser ja noch nicht mal. Also was man vielleicht machen könnte hier hinten, wo es runterkommt, dass man da das so baut, dass es eins hochgeht oder so. Aber wie will man das bisschen Wasser stauen, was da jetzt drin ist? Ich weiß es nicht. So, wir waren ja eigentlich noch hier dran. Da müssen wir dann erstmal alles markieren. Natürlich nicht die andere Seite. Was der noch wegarbeiten soll. So. Okay. Oh, Sägewerk läuft auch schon, sehe ich gerade. Das ist ja cool. Es würde laufen, wenn ein Biber drin wäre. Aber ist nicht so schlimm. Die sind immer noch hier dran, ne? Ja, und die kriegen... Ach so, dann können wir ja sogar unsere eigenen Planken produzieren. Haha. Das ist natürlich cool. Da hat er noch nicht mit angefangen. Na gut, das ist ja auch ganz unten. Aber die Getriebe. Kriegen wir denn überhaupt Getriebe? Nee, wir kriegen gar keine. So, Moment. Wir können aber schon mal das mit dem... mit dem Wasser rausschmeißen, weil Wasser brauchen wir ja nicht mehr. Nee, das war's nicht. So, dann legen wir noch mal eine Route an nach hier oben. Wie viele Getriebe haben wir denn überhaupt? Ich glaube, die gehen immer noch direkt weg, kann das sein? So, Getriebe. Und habe ich das hier eingestellt? Habe ich nicht eingestellt. Dann würde ich sagen, boah, ich weiß nicht, 20. Ja. Mach mal 20, damit nicht zu viel wirklich da rausgeht. Die haben Hunger. Wieso haben die Hunger? Oh, weil wir hier unten gar nichts mehr zu essen haben. Wieso haben wir denn da nichts? Es läuft doch hier alles auf Hochtouren.
So, das sollen sie priorisieren. Und das auch. Und die Sachen sind immer noch nicht gebaut. Was soll das? Ach, ich habe hier immer noch kein Wasser drin. Moment, hä? Wir haben noch keine Dürreperiode. Oder haben wir es noch gar nicht? Wir haben es noch gar nicht aufgemacht hier, oder? Doch, haben wir. Aber wir haben eine Schleuse gebaut, die kein Wasser mehr durchlässt. Ah! Ich glaube, ich mache echt nur noch Blödsinn in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe auch überhaupt nicht mal dran gedacht, dass da jetzt überhaupt eine Schleuse ist. Aber hier oben, das ist ganz cool. Das lässt nämlich jetzt hier das ganze Wasser so ein bisschen runter. Und dann können wir mit dem Förster definitiv auch hier oben. Das waren jetzt die Birke, naja. Das heißt, wir machen hier oben auch noch so ein bisschen Birke hin. Ich würde mal sagen, so in dem Bereich. Und dann machen wir so streifenweise die anderen auch. So. So, okay. Und hier unten wollte ich eigentlich ja nochmal so ein Wasserding bauen. Damit die dann auf jeden Fall auch genug davon haben. Oh, das war jetzt. So. So, und da das ja so wunderschön ist und 6 in die Tiefe geht, haben wir das auf jeden Fall. Können wir das hier sehr gut nutzen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen nervt, dass wir hier. Ah, uns fehlt nur noch ein Getriebe. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Dann können wir nämlich endlich, endlich, endlich hier die Sachen mal verwerten. Nicht, ja doch, verwerten, so gesehen. Also verwenden, verarbeiten. So, das wollte ich eigentlich sagen. Perfekt. Jetzt haben wir nur kein Wasser. Wieso haben wir jetzt kein Wasser? Nein. Ach so, ich dachte schon. Oh. Wobei das sehr unlogisch ist. Weil die gerade mal so ein Fisselchen. Oh, ich darf nicht so nah rangehen. So ein Fisselchen im Wasser ist, aber trotzdem. Bis gerade hat es zumindest noch funktioniert. Doch jetzt funktioniert es wieder. Okay, also es ist ein bisschen komisch jetzt gerade hier. Die Frage ist jetzt, das müssen wir eigentlich ja nicht aufmachen, ne? Weil das staut ja hier so ein bisschen. Das auch. Das staut hier so ein bisschen, dass man ein bisschen länger auch das Wasser hier hat, glaube ich. Okay, also der macht Mehl draus. Das ist schon mal wunderbar, aber wir haben immer noch kein Getriebe hier bei der Bäckerei. Jungs, was ist los mit euch? Vor allen Dingen, was ist mit dem Getriebe hier eigentlich los? Passiert hier nichts mehr. Holz en masse, wirklich von allen Seiten. Wieso ist das jetzt hier im Inneren nicht so schön? Mal eben gucken. Ne, da brauche ich einen Zweier auf jeden Fall für. Ein Zweier und ein Einer. Das heißt, ich mache das am besten dann doch hier auf der Seite. So. Ein Zweier. Halt, stopp. Wieso ist das denn jetzt. Hä? Hä? Ach, das geht da noch mal runter. Dann brauchen wir doch einen Einer. Aber wir müssen es etwas anders bauen als gedacht. So, so, so und so. So, jetzt dürft ihr gerne weitermachen, Jungs. Also, das bitte dann auch priorisieren, damit wir da hochkommen. So, und dann hätte ich nämlich gerne. Ach so, wenn das überhaupt geht. Ja, doch, wenn ich da Pfade anlege, dann geht das. Also hier erstmal ein Pfad. Ach so, das ist die Treppe. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist jetzt hier seltsam. Dann das nach oben. Und ich würde sagen, ich.
Obwohl, nee. Das machen wir so. Und so. Und dann machen wir da so ein Ding hin. Oder mache ich das hier hin? Es geht ja eigentlich recht weit, aber ich hoffe, dass da nicht die Baracken. Naja, vielleicht mache ich es doch lieber dahin. Ich meine, es geht ja wirklich recht weit. Dann lege ich da doch lieber Pfade hin. So, und das dann bitte auch priorisieren. Ich behaupte jetzt mal einfach, Wasser haben wir genug, dass wir das dann auch so da reinschaufeln können, damit das dann hier auch schön feucht wird. Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an. So, das ist Ahorn und Kiefer. Jetzt muss ich mal von der Seite gucken. Aber ich warte, glaube ich, lieber erstmal, bis das gebaut ist hier. So, ist auch direkt schon einer drin. Das ist sehr schön. Und die dürfen da auch gerne priorisiert was reinmachen. So. Ich dachte gerade, ich habe das jetzt überflutet. Hilfe. Ah. Ach so, das ist schon. Eigentlich hat er es hier schon drin. Er hat es nur noch nicht gemacht, so wie es aussieht. Müsste der theoretisch doch den Rest dann hier bauen. Weil es ist ja alles angegeben. Naja, gut. Warten wir mal darauf, dass das dann auch funktioniert. So. Hier können wir direkt schon mal wieder auffüllen. Dann kann er den. Ach so, das sind diese beiden komischen Dinger hier. Gut. Da ist aber eigentlich auch sehr trocken hier oben, ne? Was ist denn, wenn wir da auch einen reintun, der so ein bisschen Wasser da reinmacht? Warte mal. Genau, macht mir das mal bitte schon mal weg. Das ist ein Einer, das heißt, da kann ich dann direkt die Treppe hinbauen. So. Das bitte einmal priorisieren. Och, guck mal, was die hier schon alles drin haben. Das ist ja wunderbar. Dann kommen wir nämlich auch da oben hin. Und dann würde ich sagen, dass wir von da aus. Hä? Wieso kann ich das da jetzt nicht hinbauen? Wieso kann ich hier nichts hinbauen? Willst mir doch wohl nicht erklären, dass es hier Ecken gibt, in denen ich überhaupt nicht bauen kann? Leute? Geht's noch? Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Och komm, den Pfad kann ich doch auch dahin bauen. Was soll das? Oder ist das. Ach, Moment, ist das wegen dem Baum da unten? Dann probiere ich das hier nochmal aus. Wenn wir den da wegmachen. Priorität bitte. Oh Jungs, es ist noch gar keine Schlafenszeit. Machen wir doch mal einer den Baum weg hier. Ach so, die haben jetzt das ganze Zeug hier drin, oder? Nee, die haben noch gar kein Altmetall. Hä? Warum das nicht? Ist hier keiner drin? Da ist tatsächlich keiner drin. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch mal einen dahinsetzen. Könnt ihr mir mal den Baum hier hinten wegmachen? Hallo? Leute. Also das ist eine Arbeitsmoral hier, das ist echt ohnegleichen. So.
Ruinen. Ich schicke da jetzt mal zwei rüber. Mal gucken, was dann passiert. Also, es wäre schön, wenn sich einer endlich mal um meinen Baum kümmern würde, da hinten. Hallo? Jungs? Was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Doch, jetzt ist aber einer hier unten. Ja, jetzt ist einer am Arbeiten. Teja, sehr schön. Ach so, wir müssen hier noch so ein Gebäude hinstellen. Ah. Es kostet doch jetzt wieder so viel. Obwohl, das ist. Ja, es geht noch. Nein, es geht noch, aber ich habe keinen Platz. Fuck, wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Nein, ey. Macht mir mal den Mist hier bitte weg. Könnt ihr das auch direkt weg. Mit. Ich kann nicht mehr reden. Direkt mit wegmachen. So. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe jetzt keine Zeit für eine Dürre. Warum haben wir eigentlich immer so wenig Bären hier? Ich verstehe es nicht. Oder habe ich jetzt hier irgendwie mein Lager voll geballert? Ich habe gesagt, 300 Bären möchte ich haben. Hab aber 500 Papier bekommen. Ja, auch nicht schlecht. Oh. Hä? Das Wasser kommt bis hier. Ist das das, was hier oben drin ist, oder was? Hä? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Warum ist jetzt hier eine Überschwemmung? Machen das mal ein bisschen langsamer erstmal. Also, das mit der Brut ist eigentlich ganz gut. Also, so viel brauchen wir da definitiv erstmal nicht von. Das sind jede Menge, obwohl die haben wir auch da. Also können wir noch ein großes Lagerhaus machen. Ich mach das mal hier hin. So, mit Priorität bitte. Dann. Brauchen wir hier auch immer noch Getriebe für. Und keine Ahnung, warum das jetzt pausiert ist. Das wollte ich eigentlich nicht pausieren. Sondern ich hatte es wieder freigeschaltet, soweit ich weiß. Sollte vielleicht hier auf der Seite auch noch was machen, wo ich was bunkern kann. Ja, es geht hier nicht weiter wegen dem Getriebe. Wieso geht es. Oder anders gesagt, wieso kann ich kein Getriebe herstellen? Beziehungsweise es wird doch hergestellt. Ich weiß nur nicht, was damit passiert. Keine Ahnung. Ach, es ist wieder alles besonders nett hier. Ich würde mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, dass wir uns das Ganze mal von einer anderen Perspektive hier anschauen beim Verlassen. Und ja, meine Uhr sagt nämlich, wir haben schon wieder gnadenlos überzogen. Und ich brauche unbedingt die Sachen, die mit. Ach so, es kann sein, dass ich das Getriebe nach oben verschleppt habe. Das könnte unter Umständen sein. Ja, ich würde sagen, dass wir alles Weitere dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.